Wer möchte mit mir tauschen? Bestimmt nicht wenige. Ja, damit herzlich willkommen von der Playa de Muro. Mehr schöne Bilder von da vorne gibt es gleich. Dieser Steg ist einfach so fabelhaft. Ein so beliebtes Fotomotiv hier auf Mallorca. Das ist echt immer wieder schön, das zu erleben, wie sich die Leute dort freuen, rausgehen, wieder zurückgehen, so wie ich das eben gemacht habe. Und ja, der ganze Ort hier ist einfach fabelhaft. Endlos langer Sandstrand von Alcudia bis, ach, Campicafort und noch weiter. Zeige ich heute mal so ein paar Eindrücke und ich schleiche mich in ein Hotel. Das verrate ich jetzt schon mal. Also seid gespannt auf dieses Video. Ich wünsche ganz viel Spaß. Hier links ist das Zafiro Bahia. Macht einen schönen Eindruck. Über die ganzen Wintermonate gab es hier ohne Ende Umbauten. Am allermeisten hier drüben das Iberostar Hotel. Also hier steht, glaube ich, kaum noch ein Stein auf dem anderen. Auch da oben auf der Dachterrasse, da wird noch gebaut. Da wird man sich oder hat man sich wohl was Gutes einfallen lassen, wie das aussehen wird eines Tages. Das kann nicht mehr lange dauern, bis alles fertig ist. Ja, da darf man gespannt sein. Schade, dass ich da nicht raufgucken darf. Aber wie gesagt, dafür gibt es da noch ein anderes Highlight während des Videos. Erstmal mache ich mich auf den Weg zum Strand. Richtung der Strandbar da hinten. Ja, die Strandbar ist leider noch geschlossen, deswegen sieht sie noch nicht ganz so schön aus. Aber das geht hier demnächst los mit Beginn der Ferienzeit. Und dann, wenn die vielen Urlauber kommen und hier die ganzen Hotelzimmer beziehen. Sehr schön, ja, diese Dünenlandschaft, die so schützenswert ist und wo die Leute, die hier das Ganze pflegen, auch hoffen, dass sie die Absperrbänder nicht missachten. Und es gibt hier viele Hinweisschilder auf mehreren Sprachen. Ist einfach zu schön. Hat man alles fein säuberlich im Winter hier wieder hergerichtet, alles viele neu gesetzt, diese Seile gespannt, macht wirklich einen tollen Eindruck.
Ja, ich komme ja am liebsten, wenn die anderen gehen, dann ist meine Zeit. Wir haben es jetzt kurz nach 19 Uhr. Essenszeit und jetzt in den Hotels, also werden die meisten verschwunden sein. Und hier ist ja der endlos lange Sandstrand. Dort geht es Richtung Campica vor. Von Sierra de Marina könnte ich noch aufzählen. Und hier, ja, hier geht es auch an der Küste entlang, kilometerweit. Jetzt gehe ich auf diesen Steg und werde ein wenig warten, bis ich da Platz für mich ganz alleine habe. Da hofft man immer drauf, man steht hier und denkt so, jetzt für mich allein den Steg, um Fotos zu machen, um zu filmen, was auch immer. Und diesen Ausblick dann zu genießen. Jetzt habe ich ihn tatsächlich für einen Moment ganz alleine. Das gibt's wirklich nicht oft am Tag. Da musst du schon abends herkommen. In der Nacht ist das ja wenig. Aber jetzt eine optimale Zeit.
Reinspringen ins Wasser wäre es mir persönlich ein bisschen kühl. Hier hat das Meer 18 Grad. Und da wir hier schon einige Meter draußen sind, ist das Wasser natürlich hier tiefer und umso kühler, als wenn ich vorne an den Strand langsam hineingehe. Die Sonne schien hier den ganzen Nachmittag. Gegen die Sonne oder gegen das Licht sieht das immer ein bisschen böse aus. Es ist also ein sehr, sehr freundliches Wetter. Sehr hochwertige Liegen hier, muss man schon sagen. Preise auch dementsprechend. Aber wann gönnt man sich schon mal so einen Urlaub? Dann möchte man zumindest sich eine Liege unterm Schirm mal gönnen für einen Tag. Vielleicht auch für die ganze Zeit. Man ist ja immer nicht darauf angewiesen, nur hier zu sein. Man kann ja auch hier viele weitere Orte, die ich schon angesprochen habe, sich anschauen. Hier fährt ein Bus den ganzen Tag auf und ab an der Hauptstraße. Also hier gibt es wirklich schöne Möglichkeiten, auch Naturparks und alles zu besichtigen. Sehr sehenswert ist zum Beispiel Salbufera, der grenzt direkt hier an, der wunderschöne Park Natural. Wer so Naturfreund ist, für den ist das ein echtes Muss.
Also Wasser wirklich schön warm. Zumindest hier vorne. Ja, jetzt werde ich mal den Strand verlassen, schweren Herzens, bei der schönen Abendsonne und werde von hier mir den Weg bahnen durch die Dünen. Ja, der ist abgesperrt in das Playa Garden Selection Hotel. Das ist ein Hotel und Spa, also ein wirklicher Traum. Das ist auch meine kleine Überraschung. Und hier gehe ich einmal durch den Garten, nutze ich die Chance jetzt, da alle beim Essen sind und gehe mal durch den Garten und die Hotelhalle, wirklich sehenswert. Ich bin ja nicht so viel in den Hotels hier unterwegs auf Mallorca, sondern eher woanders. Aber das macht schon Lust auf mehr. Du kannst also einmal hier komplett durchgehen bis zur Straße. Und zu den Bildern muss man einfach gar nicht so viel sagen. Die sprechen, denke ich mal, für sich. Hier kommen wir jetzt zur Poollandschaft. Leider durfte ich nur das zeigen, mehr nicht. Ja, ich kann ganz kurz darauf eingehen. Also ich darf keine Werbung machen, weil man dann vermutet, dass ich Geld dafür bekomme. Ist aber nicht der Fall. Das sollte eine Empfehlung sein, beziehungsweise einfach meine Begeisterung widerspiegeln. Jo, werde ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Ja, aber die Playa de Mur ist ein schöner Ort. Hier gibt es viele schöne Hotels. Ja, ich kann nur nicht sagen, ob das ausreicht, dass wir jetzt hier den Rest nicht gezeigt haben. Ich hoffe, man kann hier ja Familienräder leihen. Man kann hier Minigolf spielen, denn die habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Zeige ich gleich nochmal. Die Bimmelbahn fährt hier übrigens auch. Es ist meistens gutes Wetter an der Playa de Muro. Und vor allen Dingen jetzt auch zum Abend hin. Jetzt filme ich wieder
mit der Sonne. Da sieht es ein bisschen schöner aus, als wenn ich dagegen filme. Dann wird es gleich ein bisschen dunkler. Hier ist die Minigolfanlage. Also nichts Abgedrehtes, sondern ganz normal. Und während ich von normal spreche, da kommt sie schon, die Bahn. Zack, da ist sie. 1, 2, 3, 4 Leute drin. Klar, es ist noch nicht so voll hier, ist nicht so viel los, hatte ich ja schon gezeigt. Aber die Leute, die hier sind, die haben garantiert richtig viel Spaß und gute Erholung. Hier auf der linken Seite ist ein Grillrestaurant, da hinten gibt es noch so einiges für den Tagesbedarf. Auf der anderen Straßenseite hinter mir, da gibt es weitere Dinge, da gibt es auch ein Restaurant und ja auch noch das eine oder andere, was man so im Urlaub braucht oder auch nicht. Die Bahn zurück. Nein, ich will nicht mitfahren. Ja, soweit das Video von der Playa de Muro. Ich hoffe, auch wenn ich jetzt das Highlight nicht vorstellen konnte, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Video wieder zu sehen, beziehungsweise ihr seht mich oder meine Filme und ja, freue mich aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Auch, wie ich schon oft sagte, für die Kommentare. Verzeiht mir bitte, wenn ich nicht jeden Kommentar sehe oder auf jeden antworten kann, dann ist das nicht böse gemeint. Also, ich sage Tschüss und Adios, Bye Bye von der Playa de Muro. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.